Nee, war nur ein Scherz. Da bin ich wieder. In meiner Abwesenheit haben mein russischer Buchclubbesitzer und ein Faschist-Rüderpudel meinen Account übernommen. Nun wurde vereinbart, dass sie mir auch mal eine Weile Aufnahmezeit zurück einräumen. Sie haben Werbung für das Buch Mein Napf gemacht. Das hat aber nichts mit meinem Napf zu tun, weil es ist sein Napf, wollte ich hier klarstellen. Des Pudels Kern ist des Pudels Napf. So wird das wohl jedem klar. Heute habe ich nur wenige Informationen zu verbreiten. Der Pudel sprach Geschäftsideen an und da fiel mir doch gleich noch einiges dazu ein. Viele Leute versuchen krampfhaft Ideen zu entwickeln, um damit Geld zu verdienen. Und dabei liegen die Eier des Kolumbus zu Tausenden auf der Straße. Man muss nur bereit sein, sie aufzuheben. Ja, bin ich noch drauf? Was du drauf bist, da fahren die Leute in der Werbepause. Weiter. Was schwebt mir also vor? Hundezucht oder Katzenpension? Salon für den Vierbeiner? Pah, ich habe die Idee. Dachszucht und Aufbautraining, da steckt richtig Geld drin. Dachse sind in den letzten Jahren immer erfolgreicher und finanziell unabhängiger geworden. Sie leisten sich Trainer für jeden Lebensbereich. Dachs Management ist eines der buchstäblich einträglichsten Geschäfte. Für alle, die mich jetzt belächeln und denken, der spinnt, die Zeitung von heute schreibt dazu, der bestbezahlteste Dachs Manager erhält 16 Millionen Euro Jahresgehalt. Und da fühlt er sich noch gemobbt. Ein Nischenmarkt, sonst würden nicht derartige Gehälter möglich sein. Gibt sie halt kaum bisher. Nur 30 DAX-Unternehmen. Also, das nächste Mal, wenn ihr einen DAX seht, nicht zu so überheblich, oh, guck mal, ein DAX. Da steckt euch finanziell in die Tasche, der DAX. Selbst seine Angestellten weit mehr, als ihr rausbekommt.